Hallöchen Puppelchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf LS22 bei mir auf dem Kanal. Ich grüße euch, meine lieben Freunde und Zuschauer. Ja, gestern gab es das erste Video bei dem schönen Landwirtschaftssimulator 22. Da habe ich ja mal meine Map vorgestellt, also sprich, die ich aktuell spielen möchte. Heute ein weiteres Video mit der Prämisse bzw. mit dem Thema. Ich habe meinen ersten Hof, ja, ich sage es mal, angefangen zu gestalten, also sprich den aufgebaut. Wir spielen ja auf der, ich habe ja gesagt, ich spiele auf der Hon Belleron, auf dieser französischen Map. Da spiele ich meinen LS22. Und ja, gestern Abend habe ich mich nochmal hingesetzt, habe schon mal angefangen, so die ersten Elemente zu machen, sprich Hallen, Silos, auch die ersten Tierställe sind da. Ich musste ja leider Gottes auch ein Feld ja, nicht zerstören, aber halt umbauen, so dass ich jetzt auch, wie gesagt, dann wunderschön meinen Hof benutzen kann. Was ganz nice ist, man kann ihn gut benutzen. Wenn ihr jetzt bei der Rundgang des Hofes das sehen solltet und irgendwie Ideen habt, weil ihr kennt ja auch mittlerweile die Mods, die da gekommen sind oder die es von LS22 aktuell ja gibt. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, was ich irgendwie auf dem Hof noch mit reinmachen kann. Schreibt es einfach in die Kommentare, wäre mega nice, würde mich freuen. Ja, und ja, wie gesagt, ich würde einfach mal sagen, wir beginnen am Anfang der Geschichte, sprich, ich werde auch nicht auf schnell machen, sondern ich werde es einfach mal auf normal. Hier ist so angedacht, gehen wir hier rüber, dass hier so die Einfahrt, die Haupt-Ein- und Ausfahrt ist für später die Maschinen. Zu dem Thema Maschinen, Traktoren, Mähdrescher, alles, was wir dafür brauchen, gibt es ein extra Video. Ich denke mal, das wird vielleicht sogar morgen schon kommen. Ich muss mal gucken. Aber wie gesagt, auch zu diesem Thema wird es ein extra Video geben mit den ersten gekauften Maschinen, die ich mir dann holen werde. Aber dennoch, trotz habe ich jetzt erstmal, wie gesagt, meine Ein- und Ausfahrt. Da hatte ich mir überlegt, gerade am Anfang, ihr wisst alle, wie es ist, Strom ist teuer. Es ist immer schönes Wetter zum größten Teil. Also warum soll ich meinen Strom nicht selber produzieren lassen? Kann vielleicht irgendwie der Nachbarschaft noch ein bisschen Geld bei anderen verdienen, indem ich die mit einspeise. Also wurde hier mal ein ja kleines Riesenrad für Vögel gestellt. Sage ich jetzt mal, ja. Nein, also wie gesagt, ich habe hier ein Windrad hingestellt, ja, um einfach ein bisschen Strom zu bekommen. Ihr habt ja die Hon Belleron ein bisschen, denke ich mal, im Kopf, wie die eigentlich ausgesehen hat. Ja, diese Halle stand so oder so am Anfang da, dann war noch das Häuschen da hinten steht mein Haus, da kommen wir gleich dazu. Wie gesagt, hier war ja eine Wiese, da hatte ich mir natürlich gedacht, ich habe ja dann später auch einen Mähdrescher, der ein bisschen groß ist, der braucht Platz, würde ich hier so eine Halle, habe ich mir da hingestellt für die Mähdrescher, ja, später vielleicht auch nochmal ein, muss ich gucken, Schneid für den Rasen, für das Gras, ob ich das große, die große Maschine nehme oder ob ich da eher einen Traktor mit Mähwerk nehme. Wahrscheinlich eher Traktor Richtung Mähwerk. Muss ich gucken. Kann ich noch nicht entscheiden? Weiß ich noch nicht. Wie gesagt, Mähdrescher, klar, mit seinem Schneidwerk. Einmal für Mais und für normale Getreide. Gegenüber habe ich mir dann gedacht, klar, die eine Halle, die können wir auch super reinschauen, was natürlich mega nice ist. Guckt mal hier, Leute. Ich habe Besuch auf meinem Hof. Da ist Bambi mit seinen Freunden. Okay, das sind Zauberbambis, weil die rennen nämlich durch die geschlossene Wand. Aber das sind halt Zauberbambis. Gut, soll es auch geben. Okay, wie gesagt, hier so eine offene Halle, wo man, ja, Hänger reinstellen kann. Muss ich gucken, was ich da reinstelle. Wie gesagt, das sind erstmal diese zwei Hallen. Ich habe ja gesagt, ich versuche mal nicht 3000 Traktoren, 50.000, was weiß ich, Flüge und all so ein Kram zu stellen, sondern ich versuche ganz, ganz klein mich zu halten. Vielleicht mindestens mal zwei Traktoren, die ich brauchen werde. Ein Mähdrescher, damit kann man schon eigentlich viel, viel erreichen. Also ich muss es da nicht riesengroß Tabalo und Tabalu machen, ja, und dann riesen auffahren, weil auf so einem kleinen Hof ist das ein bisschen blöd. Dann musst du 25 Mal rumtippen, dass du das richtige Auto, also Fahrzeug kriegst, habe ich eigentlich keine große Lust. Wenn ich so zwei Traktoren habe, einen, der so ein bisschen die Trecker zieht und der andere, der so ein bisschen andere Arbeiten macht, Pflügen, Kalken etc. pp., werden wir dann alles sehen. Wie gesagt, die Hallen stehen schon mal. Vielleicht mal gucken, was so die Wirtschaft, die Gespräche mit der Stadt geben. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, noch irgendwie ein Feld zu organisieren.
oder mit der Nachbarschaft mal reden, dass wir vielleicht noch ein Feld nochmal irgendwie dazukriegen, was dann auch umgebaut wird. Aber das muss ja alles erst geklärt werden. Noch nicht sicher. Gut. Hier, was ganz wichtig ist, natürlich das erste Silo. Dieses hat 2 Millionen Kapazität. Ihr habt es schon gesehen, gehe ich von aus bei den Mods, ja. Hier kriegen wir unsere Sachen raus, die ich eingelagert habe. Hier bekomme ich natürlich meine Sachen, die ich in meinem Hänger habe, kann ich hier ausladen. Hier, dieses Silo ist mit 2 Millionen Kapazität, reicht am Anfang für mich. Kann ich alles drin lagern, was ich am Anfang benötige. Ja, egal, ob es die Getreidearten, ob ich dann Stroh, Heu, Silage, also alles kann ich hier drin verladen. Passt super, kein Thema, erledigt. So, hier, ja, habe ich auch noch eine Einfahrt offen gelassen. Also hier könnte man dann auch, wenn man die Feldarbeit fertig hat, ja, könnte man hier reinfahren, kann direkt zum Ausladen hinfahren oder auch, wenn wir was brauchen, hier zum Einladen. Also auch hier ist eine Möglichkeit, rein und raus zu fahren. Das habe ich mir ermöglicht. Ja, noch ein bisschen das Gras hier stehen gelassen. Finde ich, sieht eigentlich ganz cool aus. Ich muss nicht alles irgendwie Beton und so ein Kram machen, wollte ich nicht. So ein bisschen Gras mit rein. Sieht eigentlich ganz nice aus. Gut, gehen wir hier links rüber. Natürlich haben unsere Gerätschaften, die brauchen natürlich auch dann natürlich Kraftstoff. Ja, hier haben wir das kleine Dieselfass. Ich brauche da jetzt kein großes. Ich glaube, dieses hat 5000 Liter Kapazität. Ich brauche da jetzt keins mit 25.000 Liter. Totaler Schwachsinn. Am Anfang reicht mir erstmal ein kleines mit 5000 Liter, sind glaube ich da drin. Komme ich gut mit klar. Ich kann es ja immer wieder auffüllen. Ja, also das ist überhaupt kein Problem. Einen kleinen Wassertank habe ich mir gegönnt. Ja, den kann ich so immer mal gebrauchen. Ich habe es mittlerweile erfahren. Es gibt hier die Möglichkeit, wie bei LS19, dass du an den Flüssen oder auch an den Seen kostenlos Wasser bekommst. Also ihr fahrt mit eurem Fahrzeug daran, ja, hängt diesen Wassertränker unten rein und dann kriegt ihr automatisch Wasser. Das ist möglich, das habe ich beim anderen Streamer schon gesehen, der hat das schon getestet. Das funktioniert also. Super. Ja, wir wissen alle, wie draußen die Autos rumfahren. Elektrisch wird immer mehr der Hype. Es gibt ja einen Elektro-Traktor, den werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Wahrscheinlich so hier für den Hofarbeit. Ja, sprich also, wenn ich meine Tiere verpflegen muss, dass ich an die Silos ranfahre, weil da brauche ich keinen Riesentraktor. Da reicht ein kleinerer Traktor mit einem kleinen Hänger, dass ich immer so zwischendurch mal wieder Futter auffüllen kann oder auch mal Wasser holen kann, etc. pp. Da ist diese Elektro-Tankstelle dann für mich da, wo ich also Strom, wo ich dann immer wieder meinen Elektro-Traktor aufladen kann. Muss ja alles heute seinen Sinn haben. So, das nächste. Gab es auch als Mod einen Fermenter. Ja, ihr kennt alle Fermenter, dieses nette Misch-Silo, wo ich mein Heu bzw. mein Gras reinfahre. Und der verwandelt das dann um, zweckelt das dann um von Gras zu Heu. Ja, hier fahre ich das rein, hier links kriege ich es natürlich raus. Brauche ich später für meine Kühe, für meine Schafe. Ja, beziehungsweise ich nehme alles zurück. Ich habe es gerade falsch gemacht. Ihr müsst drauf aufpassen. Natürlich, Fermenter ist nicht Gras. Hier kann ich mein Häcksel gut reinfahren und mein Gras und krieg Silage. Also ich nehme alles zurück, Entschuldigung. Das andere wollte ich mir noch bauen, also noch holen. Also hier, dieser Fermenter ist dafür, dass ich meine Silage bekomme. Ich fahre hier mein Gras oder mein Häcksel gut rein, sprich Mais, Geschnetzel, lade das hier rein und krieg dann später Silage. Entschuldigung, ich nehme da alles zurück. Aber es gibt hier ein Lager, wo du Heu und Stroh noch laden kannst. Da habe ich hier noch ein bisschen Platz. Vielleicht baue ich das dann noch dahin. Ist noch nicht ganz sicher. Muss ich mir noch angucken. So. Stimmt aber, was mir einfällt, es müsste noch so ein Silo geben oder so ein Dings geben, wo ich Gras zu Heu umwandle. Muss ich gucken. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare, dass ich es lesen kann. Dann werde ich ja sehen, was Sache ist, ob es das gibt. Gut. Wir haben hier 2 Tanks, einmal eine Kalkstation habe ich mir da hingestellt, ja, und auch nochmal die Flüte, das Gift, was ich brauche, Peresite, später für die Felder, kann man alles hier haben. Und was ich auch noch habe, wir wollen auch noch irgendwann mal Gewächshäuser hin, ja, mal gucken, wo ich den, also wahrscheinlich wird es darauf hinausgehen,
dass ich mal mit einem lieben Kollegen, Bauerkollegen oder Landwirtkollegen, Entschuldigung, Landwirtkollege rede, dass ich vielleicht eins dieser Felder hier noch bekomme, um noch irgendwie das ein oder andere zu bauen. Sprich zum Beispiel die Gewächshäuser, die es ja mittlerweile gibt. Es muss ja später auch noch irgendwie, mal später im Verlauf des Spiels, müssen ja auch die Firmen gegründet werden, sprich Bäckerei, Molkerei, Spinnerei und so weiter und so fort. Aber das ist noch ein langer, langer Weg. Gut, wie gesagt, das war hier dieser Frontbereich in der Geschichte. Zum Haus kommen wir gleich. Dann habe ich mir überlegt, hier, ihr wisst alle, hier war ein Weizenfeld. Ja, das war hier gewesen. Das Weizen ist natürlich vorher gemäht worden, also abgeerntet worden. Und auch das Stroh ist gesammelt worden. Das habe ich natürlich gleich erstmal in das Silo reingepackt, dass ich das nämlich schon mal habe. Ja, ich muss ja nichts verschenken. So, dann wurde das Feld, also wurde das platt gemacht. Nachdem es abgeerntet wurde, wurde es platt gemacht. Und daraufhin habe ich mir entschickelt, dass ich jetzt hier einfach meine Tiere draufstelle. Tiere, wisst ihr, mache ich gerne. Ich habe hier, wie gesagt, links meine Schafe. Wenn ich sobald meine erste Produktion habe, werden dann auch irgendwann angefangen, Schafe zu kaufen. Ja, das ist ganz klar, das ist das, was ich ja machen möchte, dass wir noch die Wolle dann kriegen. So, hier haben wir den Kuhstall. Dann gibt es ja auch doch verschiedene Kühe, die ich gesehen habe. Ja, so, ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller. So, dann habe ich gesagt, mache ich noch einen Hühnerstall. Den wollte ich auch haben. Ja, passt irgendwie alles super auf die Karte drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, auf das Feld. Ich habe noch genug viel Platz, dass ich hier noch ein bisschen rumfahren kann. Kann gegebenenfalls vielleicht auch noch später irgendwie ein Silo hier hinstellen. Kann man alles entscheiden, muss ich gucken, wenn es soweit ist. Aktuell habe ich erstmal so mich entschieden, den Hof so zu lassen. Ja, so, Kühe, wie gesagt, wir haben unsere Milch, wo unsere Milch hierher kommt. Wir haben hier, ja, hier können wir ein bisschen reingucken, was ist das hier, ich glaube für Glamour. So, hier werden wir unsere Kühe kaufen, wenn wir erstmal da drauf gehen. Ja. Seht ihr das, was es alles für Tiere gibt? Brown Swiss, sieht eigentlich alles ganz lustig aus, die netten Tiere. Die Holstein, ja, die berühmte Kuh. Irgendwie fehlt immer noch die lila Kuh oder Milka. Das wäre doch so ein Highlight. Alle Kühe und eine lilane Kuh, Milka. Das gab es mal bei LS19 als Mod. Das weiß ich. Hatte ich, glaube ich, auch mal gehabt. Gut, dann, klar, Angus haben wir hier. Wir haben die Limousinen. Wenn du ein E hinten dran machst, hast du eine Limousine. Alles klar, aber ist ja kein Auto. Aber auch eigentlich ganz nice. Sieht eigentlich ganz nice aus. Ja. So, das wären jetzt diese Tiere, die wir dann zur Kapazität nennen. Alter 18 Monate, ach guck mal hier du. Ah, 12 Monate Restproduktion, 10 Monate. Okay. Net, also 80, das finde ich halt sehr gut. Hier bei dem neuen LS22, hier oben seht ihr jetzt schon, wie viel Kühe in den Kuhstall reingehen und wie viel ihr dann kauft. Bei dem LS19 gab es ja Kuhstelle. Da musstest du auf gut Glück, da hast du getippt. Und irgendwann bist du mal auf deine Tiere gegangen in dem Hauptbild und dann hast du festgestellt, oh, 350 Tiere von denen, 20 Tiere von denen und 30 von denen. Ja, und hier weißt du genau, wann du deine Grenze erreicht hast. Finde ich eigentlich ganz nice, gefällt mir. Gut, Hühner habe ich eigentlich noch gar nicht geguckt, seht ihr, wollte ich auch mal machen. Was ist für Hühner, weil bei 19 gab es ja, ah, guck mal hier, da ist er, der Chef. Ja, gab es ja schon bei 19. Schönes Tier. Ja, dann haben wir das Huhn Olga und das Huhn Trudel, ja, oder Edeltraut, könnt ihr euch aussuchen. Ja, gibt ja wirklich Landwirte, die ihre Tiere bei Namen haben. Ne? Habe ich mal gesehen in so einem Video. Muss ich total lachen. Da hieß eins Clotide, eins hieß Edeltraut, das nächste hieß Olga. Also war total faszinierend, was sie alles für Namen da haben. Gut, also die Hühner haben wir auch, passt super. Da werden wir auch die Hühner machen, da sollen uns auch Eier produzieren, etc. Bei den Schafen habe ich noch gar nicht geguckt, seht ihr, es ist immer ganz gut, mit euch zusammen mal zu gucken. Dann seht ihr das auch mal. Och, guck mal hier, das ist ja nice, oder? Das sieht aus wie so ein Lämmchen. Total harmlos. So, das ist das Bentheimer Landschaf.
Das ist 8 Monate alt und Restproduktion 5. Oh ja, super. Alpin Steinschaf. Na gut. Wenn ihr das irgendwie, die weiße, ja, das sieht fast aus wie Zwender Schaf. Kennt ihr mal Zwender Schaf? Das war schwarz, ich weiß. Aber mit einer weißen Schnauze. Aber sieht irgendwie nice aus. Wie gesagt, 65 Schafe kann ich dort beherbergen. Ja, und die werden mir natürlich auch dann Wolle bringen. Black Welsh Mountain. Das ist noch gar nicht, so ganz jung. 0 Monate. Na gut. Aber ihr seht, super Sache. Das sind meine Tiere. Ja, das ist dieser Kuhstall von LS22 hier. Was ich hier mega nice finde, ich habe das versucht im 19er zu spielen. Das war so ein extra Mod, also den gab es jetzt nicht von Giants, den Mod, aber den gab es halt im Internet, den Mod bei Modhuber oder so. Diese Tierfütterungsanlage. Ich habe das eigentlich aber nie, das ist dieser Roboter, Tierfütterungsroboter, Entschuldigung. Habe ich so gesehen, mal versucht, ich bin aber nicht ganz dahinter gestiegen. Jetzt ist das hier ganz einfach. Ihr schmeißt hier einfach euer Gras, ja, oder Heu, euer Stroh und eure Silage rein und dann macht er das alles automatisch. Irgendwie sowas, glaube ich, war das. Ich glaube, der macht alles automatisch. Sobald das drin ist, fängt er an, automatisch das, glaube ich, zu bewältigen. Also ich habe es noch nicht richtig geguckt, aber ich glaube, das war so. Ja, dann kommen die Kühe hier rein. Ja, und dann Attacke. Also, ich habe es noch nicht probiert, aber es wird wahrscheinlich ganz easy sein. Das werden wir dann testen, wenn es soweit ist, wenn die ersten Tiere auf den Hof kommen. Gut, auch hier seht ihr, ihr habt die Karte im Kopf. Hier war früher das Feld. Hier haben sie halt dann die, mit den Baggern haben sie das Zeug hier hochgemacht. Ja, dass es so einigermaßen eben ist, dass wir hier wirklich auch die Stelle stellen können, dass es da nicht irgendwie Berg- und Talbahn gibt. Was ich mir dann angeschafft habe, waren, es wird natürlich auch Abend irgendwann sein, es wird dunkel werden. Und für mich war es halt wichtig, dass wir wichtig war es halt für mich, dass ich natürlich abends dann auch mein Licht habe und dass mein Hof natürlich dann auch beleuchtet ist. Daraufhin gab es in diesen Mods bei LS22 diese großen Strahler. Finde ich eigentlich total nice. Die machen richtig geiles Licht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann euch das auch gleich nochmal gerne präsentieren, wie schön hell die aussehen. Da habe ich mir halt überall welche hingestellt. Hier in dieser Ecke, ich glaube hier so ein bisschen, ist es ein bisschen dunkel. Da, ja, oder nee, ich muss gleich gucken. Ich zeige euch das gleich nochmal, wie es aussieht, wenn es dunkel ist. Ja, aber diese Strahler machen echt richtig gut Licht. Es ist dann hell erleuchtet, finde ich richtig nice, gefällt mir. Ja, was natürlich ganz wichtig war für mich, war, was ich hier total genial finde, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Zaungestaltung. Das ist ja nicht mehr so ein Gezwirbel wie bei LS19, dass du da einen Zaun Element für Element hinstellst. Bam, 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 bam. Da hast du 3 Stunden für einen Riesen gebraucht. Hier setzt du den Pfosten, hältst deine linke Maustaste und läufst los. Und läufst einfach und läufst und läufst und läufst und läufst und läufst und läufst und läufst. Und kannst du wahrscheinlich über die ganze Karte kannst du laufen. Und dann machst du immer einen Klick und dein Zaun steht. Und das finde ich sowas von einer super geniale Mod-Technik. Ja, natürlich müsste dann auch mein Hof eingezäunt werden, das ist ganz klar. Ja, sonst macht das ja keinen Spaß. Und das macht halt viel aus, es sieht ordentlich aus. Ja, es kommt da nicht irgendwie Fried und Freudelin auf meinen Hof drauf. Ich habe das irgendwo bei einem Modder oder bei einem Streamer habe ich das gehört. Da war, glaube ich, der Wunsch, dass da eine Schranke noch gewünscht wird als Mod. Aber ich glaube, das wird so oder so irgendwann, die werden ja immer weitere Updates machen und weitere DLCs. Also ich gehe davon stark davon aus, da wird auch da nochmal definitiv eine Schranke auch erstellt. Das wird auch zeitnah mit Sicherheit passieren. Ja, und dann haben wir auch unsere Schranke. So, jetzt, ihr wisst es, ihr habt es gesehen, das Haus. Um diesen Haus gab es keinen, das war einfach, stand einfach frei. Habe ich mir überlegt, klar,
sieht immer schön aus. Du hast einmal deinen Hof und dann machst du einfach so eine kleine kuschelige Umrandung, ja, dass es ein bisschen ruhig ist, dass es keinen stört. Habe ich mir einfach so eine Dings gemacht, so eine Pflanzenmauer oder wie die Kram heißt, einfach mein Gelände eingezäunt. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ist natürlich eine super Sache mit dem Mod, da klappt das natürlich prima. Okay, jetzt bitte hier nicht so genau gucken, hier muss erstmal Gras gemäht werden. Da habe ich noch keine Zeit dazu gehabt, das wird noch gemacht. Aber was mir auch gefallen hat, ich habe dann gesagt, ich mache hier so kleine Lämpchen hin. Das sieht abends eigentlich ganz schnucklig aus. Ja, hier fehlt mir noch, hier müsste ich noch Lampen hinmachen, weil hier war es noch ziemlich dunkel. So, klar, natürlich gehört zu jedem großen Grundstück bei einem schönen Haus auch eine Gattehütte. Kann man das ein bisschen feiern, ne, Geburtstage. Hier ist die Hütte hingestellt worden, finde ich eigentlich total geil. Auch hier sind noch so kleine Solarlampen, total nice. Und ich habe mir noch eine extra Solarpanel zugelegt, ja, dass ich halt wirklich auch mein Haus komplett einspeisen kann. Und der große, das Windrad, speist die meisten Zeiten hier von dem Hof ein, weil das wird ja doch alles mit Strom benötigt, sprich die Ställe und alle etc. pp. So, ja, das ist jetzt erstmal so mein kleiner, ja, ich sag es mal, kleines Paradies, was ich mir so erschaffen habe, wo ich mir dachte, okay, sieht eigentlich nice aus. Ich würde euch das jetzt gerne auch nochmal von oben zeigen, ja, dass ihr das einfach mal von oben seht, wie es aussieht. Ich sehe mal, das wird vielleicht auch nochmal nicht verkehrt sein. Dann können wir damit nochmal was anfangen. Da seht ihr, das ist mal von oben. Ich finde, es reicht jetzt erstmal am Anfang, um ja die ersten Sachen zu erarbeiten, ja, meine Felder dann später zu machen, etc. pp. Hier habe ich noch ein bisschen Platz, aber ich muss es ja nicht mutwillig gleich verbauen, dass ich da hier keinen Platz mehr finde. So sieht es, wie gesagt, auch von oben an dem Häuschen aus. Ne? Finde ich eigentlich, mir gefällt es gut. Ja, ihr könnt gerne mal eure Meinung schreiben. Ach so, habe ich auch noch vergessen. Hier unten habe ich auch noch den Zaun dann gezogen, ein paar Bäumchen hingestellt und auch noch ein paar Büsche dahin gemacht. So, dass es ein bisschen ordentlich aussieht. Auch hier oben wurde ein Zaun nochmal errichtet ums ganze Gelände. Einfahrt und Ausfahrt hätte ich hier auch nochmal die Möglichkeit. Das wollte ich auch so haben. Dass ich also von allen Möglichkeiten irgendwie hätte reinkommen können. Hier, wenn wir hier Fälle machen, da ist mir leider ein Missgeschick passiert. Bitte nicht böse sein. Ja, ist ein bisschen doof gelaufen. Ich war zu schnell. Und das wird aber noch umgebaut. Wie gesagt, wenn, dann würde ich dieses Feld vielleicht noch kaufen und dann halt bearbeiten. Oder mal gucken, vielleicht hier vorne das Feld, dass das hier noch auf als Baufläche gemacht wird und diese zwei werden dann schon irgendwann als ja Felder also benutzt werden, um dann halt die ersten Getreide, was auch immer, da zu produzieren. Gut, hier habe ich auch noch eine Einfahrt. Ja, das seht ihr hier unten. Habe ich auch noch eine hingebaut. Also habe offen gelassen, dass dann, wie gesagt, doch fünf Einfahrten. 1, 2, 3, 4 und da ist die fünfte, ja, wo ich auf mein Gelände komme. Da hätten die, ist eher dazu, die war ja von Anfang an dabei. Ja, wie gesagt, das ist der Hof, der so jetzt tagsüber aussieht. Ja, also wie gesagt, was jetzt noch gemacht wird, das wollte ich euch ja noch zeigen. Dann machen wir noch eins. Ich werde euch jetzt nochmal mal abends die Zeit einzeigen, dass ihr das mal von abends sieht. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe jetzt die Lampen eingebaut. Und da seht ihr das. So sieht das jetzt abends aus. Da ist halt eine dunkle Fläche. Aber ich will jetzt auch nicht unbedingt eine Lampe auf die Kühe, weil die brauchen ja auch mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen Dunkelheit. Wie gesagt, im Großen und Ganzen sieht man eigentlich alles. Es sind überall die Strahler an, ja. Man sieht es auch im Dunkeln. Also der Traktor kann auch hier perfekt fahren, ohne dass er irgendwo was umnietet und alles kaputt macht. Die Tiere sind ja auch hier noch ein bisschen weit beleuchtet. Ja, die Hühner, die Schafe. Okay, hier ist halt eine dunkle Stelle. Könnte ich natürlich, wenn möglich, hier noch eine Lampe hinstellen. Aber ich glaube, das muss ich erstmal nicht machen. Wäre jetzt nicht gravierend schlimm.
So, hier haben wir auch nochmal Lampen hingestellt. Ja, das ist halt, wie gesagt, der Hofbereich, wo die Fahrzeuge fahren, auch alles gesichert ist. Ja. So, dann habe ich ja gesagt, hier seht ihr meine kleinen Solarlämpchen, die ich gemacht habe für meinen Garten. Ja, hier für die Einfahrt. Nur hier vorne muss ich was sagen. Hier werde ich noch ein, zwei Lämpchen hinmachen, hier vorne in dem Bereich, weil, ja, sieht ein bisschen arschdunkel aus. Ja. Da ist das blaue Lämpchen, aber wie gesagt, hier sollten vielleicht nochmal ein, zwei Lämpchen hinkommen, mal gucken. Und um die Hütte vielleicht auch noch so eine kleine Lampe, gibt es ja immer so schöne, sind ja schöne Mods dabei. Also, ihr seht, das ist jetzt, wie gesagt, erstmal der Hof, den ich jetzt gemacht habe. Wie gesagt, jetzt halt auch bei Nacht oder abends um 23 Uhr habe ich das gemacht. Ja, von meiner Seite her wäre es das jetzt gewesen. Ich wollte, wie gesagt, auf 11.22 meinen ersten Hof auf den Hors en Belleron vorstellen. Wenn ihr Ideen habt, dass ihr vielleicht noch das ein oder andere Mod mit drauf machen soll, ja, das ein oder andere Gebäude oder weiß der Geier, lasst einfach mal einen Kommentar da, schreibt in die Kommentare rein, was ihr an Ideen habt, ob ich noch irgendwie einen Platz finde, schreibt mir dazu, wo ich es hinmachen sollte. Gerne kann ich mich darum kümmern, guck mir das an, ja, und werde es mal ausprobieren, ist überhaupt kein Thema. Und wenn ihr coole Ideen habt, macht es einfach. Aber ich denke mal, mit dem Hof könnte ich jetzt erstmal anfangen zu spielen. Ja, und ja, das reicht erstmal. Die großen Sachen habe ich. Ich werde natürlich dann halt nochmal gucken, dass ich hier dieses Feld wahrscheinlich kriege und daraus auch eine Baufläche mache. Vielleicht später nochmal für die, ich will ja denn die Gewächshäuser, die müssen noch drauf, müssen noch irgendwo hin. Es müssen vielleicht noch das ein oder andere Silo dahin. Aber wie gesagt, ich muss gucken, kommt Zeit, kommt Rat. Das ist das zweite Video. Ich habe noch nicht richtig angefangen zu spielen. Ja, also ganz entspannt. Ich werde vieles anders machen als im LS19. Deswegen, ja, werde ich doch mehr Videos machen. Mal schauen, ich werde auch mal live streamen. Aber jetzt gibt es erst noch Videos. Das nächste Video ist schon in Planung bezüglich der Einkaufspolitik der Fahrzeuge. Da könnt ihr gerne mal, wenn ihr Lust habt, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr für Ideen habt, was ich zum Beispiel für Mähdrescher nehmen soll, was für Traktoren ich nehmen soll, was für Anhänger. Schreibt's ruhig rein. Ja, ihr könnt gerne da mitmachen, mit diskutieren, da bin ich voll auf eurer Seite. Und die eine oder andere waren ja immer lustige, gute Ideen, wo ich gebrauchen konnte. Also, lasst euch nicht, traut euch, schreibt rein. Ja, würde mich freuen. Ja, und dann sage ich einfach lieben, lieben Dank, dass ihr euch das Video anguckt, dass ihr auch vielleicht Kommentare schreibt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde mich freuen. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Und ja, dann sage ich tschö mit Ö und bye bye und ciao Kakao. Bis zum nächsten Mal. Tschüdelü. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.